wird schon zu einer Institution jetzt, unser täglicher Sochi-Bericht. Ja, liebe Hörer, Sie haben es gehört. Unser täglicher Sochi-Bericht liegt an. Herzlich willkommen bei Jungle Drum Radio. Heute wieder am Mikrofon Josh und am anderen Ende aus Sochi unser Freeman von Alles Schall und Rauch. Ja, hallo Freeman, wie geht es euch so in Sochi? Was macht das Wetter denn dort? Also, wie gesagt, gestern habe ich euch berichtet, dass es regnet. Und in der über Nacht hat es aber in den Bergen geschneit. Also es hat so eine schöne Zuckerdecke über die ganzen Berge und Skipisten gegeben. Und das war natürlich sehr erfreulich, bei Sonnenschein heute Morgen den frischen Neuschnee oben zu sehen. Und Sonne hat den ganzen Tag wieder gescheint, also es war nur kurz diese Regen unten in Sochi und Schnee oben in den Bergen in Krasnaja Poljana. Also insgesamt mehr Sonne als Schnee auf jeden Fall. Allerdings an den Pisten hattest du dieses Mal doch ein bisschen was auszusetzen. Worum ging es denn da konkret? Ja, es geht mir eigentlich darum, wie vielleicht bekannt ist, ist ja der Bernhard Russi, der ehemalige Schweizer Rennfahrer, verantwortlich schon seit Jahrzehnten für den Pistenbau bei den Olympiaden und auch, glaube ich, bei Weltmeisterschaften. Er ist also der Experte, den man dann immer holt, um die entsprechenden Pisten zu entwerfen. Und ich muss ihm gegenüber doch eine ziemliche Kritik äußern, denn was er da gemacht hat, ist überhaupt nicht zuschauerfreundlich. Und insofern, dass wenn man unten im Stadion sitzt, also dort, wo die Rennfahrer den Zieleinlauf haben, man sieht praktisch nichts von den Pisten. Also man sieht immer nur die letzten paar Sekunden und dann sind sie im Ziel und fertig und man schaut eigentlich das ganze Rennen auf der Großleinwand an. Und ich muss sagen, wenn Bernhard Russi hier die Möglichkeit hatte, von null die Pisten zu entwerfen, dann hätte er doch viel mehr Rücksicht auf die Zuschauer nehmen müssen, damit die mehr von dem Rennen sehen. Nicht? Also, dass sie mehr, wenn sie hochschauen auf den Berg, sagen wir mindestens die Hälfte live beobachten können, wie die Rennfahrer runterfahren. Und nicht nur wie jetzt die letzten paar Sekunden, aber den Rest des ganzen Geschehens auf dem Bildschirm schauen, weil dann können Sie ja gerade zu Hause Fernsehen gucken. Ja, das ist meine Kritik ihm gegenüber. Und das werde ich ihm auch sagen. Ja. In Kitzbühel, da geht das ja anders. Da sieht man wohl die Leute wirklich von ganz oben bis ganz unten fahren. Ja, auf jeden Fall beim Slalom. Den ganzen Slalomhang, den hat man im Blick. Man kann also unten im Ziel stehen und sieht oben das Starthäuschen, wo die Rennfahrer rauskommen und dann sieht man praktisch den ganzen Slalomhang bis ins Ziel runter. Außerdem können die Zuschauer links und rechts neben der Piste stehen und das gibt natürlich eine Riesenatmosphäre, wenn die Zuschauer die Rennfahrer anfeuern können, so wie sie an ihnen vorbeikommen, an der Piste entlang. Hier in Sochi ist das nicht so. Man kann nur unten im Stadion sitzen und die Rennfahrer fahren praktisch einsam die Skipisten, die Rennpisten runter und haben links und rechts überhaupt keine Zuschauer, die sie anfeuern. Ja? Ich meine, das wäre ein zweiter Kritikpunkt, dass überhaupt keine Zuschauer erlaubt ist, an den Pistenrand zu stehen, sondern nur unten im Ziel. Das ergibt eine schlechte Atmosphäre, würde ich sagen. Ja, ja. Und das macht auch das Zuschauen gar keinen Spaß. Ja. Gut, die Kritik, die gilt jetzt aber Bernhard Russi und nicht den Winterspielen in Sochi und schon gar nicht Russland oder Putin, sondern da war einfach auch mal was zu mäkeln und dann machen wir das natürlich genauso offen. Zu mäkeln haben wir auch an einem ziemlich prominenten Politiker, nämlich an John Kerry, der im Moment wieder damit liebäugelt, erneut eine Flugverbotszone über Syrien anzuregen. Was das bedeutet, wissen wir noch von Libyen. Das heißt, dort wird erstmal alles platt gemacht und wegbombardiert. Und dann ist das Land im Grunde blutig und in Trümmern versunken. Was weißt du denn darüber Konkretes?
Ja, ich würde mal sagen, erstens einmal sind die Gespräche in Genf natürlich eine Farce, denn es sind ja gar nicht die involvierten Parteien dort vertreten. Ja? Ich meine, es müssten doch erstens einmal die sogenannten Proxys dort anwesend sein, die die ganzen Waffen reinliefern an die Terroristen wie Katar und Saudi-Arabien. Ja? Und dann müsste natürlich der Iran dabei sein, Amerika und Russland. Die müssten alle an einem Tisch sitzen, um dort überhaupt was zu bewirken, weil das Wichtigste bei diesen Gesprächen in Genf müssten eigentlich, bei diesen sogenannten Friedensgesprächen müsste ja sein, die Waffenlieferungen zu beenden, nicht? Also, dass da nicht mehr Gewalt mit ihnen geschehen kann, weil das ist ja eigentlich das Schlimme. Außerdem die sogenannten Rebellen, die haben sich ja eh zurückgezogen. Ich meine, die syrische Vertretung war dort und hat dann feststellen können, ja, mit wem reden wir überhaupt? Da ist ja niemand da, mit dem wir reden können. Ja? Und das ist natürlich eine Farce, aber das ist bewusst von Amerika und Westen so gemacht. Das heißt, die Gespräche war ja eh nur pro forma und wurden sabotiert. Was jetzt mit dieser Flugverbotszone ist, ist für mich ein Zeichen, dass ihnen scheinbar die Fälle davonlaufen in Syrien und dass sie natürlich jetzt nur noch ein Mittel sehen, um überhaupt ihr Ziel zu erreichen. Und das wäre halt diese Flugverbotszone. Und den Trick kennen wir. Nur da wird Russland und China wie bisher auch, weil im Sommer haben sie es ja schon mal versucht, im UNO-Sicherheitsrat werden sie damit nicht durchkommen. Die können höchstens den einseitig ausrufen. Und da steht Russland davor, bereits zum zweiten Mal dann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum gerade die Ukraine destabilisiert wird, um Russland schwächer zu machen und dann eben doch wieder auf Syrien losgehen zu können. Und im Moment ist das, früher war es der Job von Hillary Clinton und jetzt macht es eben John Kerry. Der zeigt sich zugleich immer tief besorgt. Er ist tief besorgt über die Vorgänge in der Ukraine. Er ist tief besorgt über die Unruhen in Venezuela. Alles Sachen, die von den USA mit angezettelt wurden. Und er ist auch tief beunruhigt über die Vorgänge in Syrien, obwohl die USA dort die Waffen hinliefern, unter anderem. Und auch Know-how und Geld ohne Ende. Das Also. erinnert mich, das wäre genauso wie wenn ein Brandstifter an so ein Feuer, wo ein Haus brennt, steht und sagt, oh, ich bin aber tiefst besorgt, ja. Ich meine, er hat ja das Ding gelegt. Und genauso ist es hier, ja. Ich meine, wer sind denn die Brandstifter in Syrien? Wer sind die Brandstifter in der Ukraine und überhaupt? Ja. Ich meine, das ist so absurd, das Ganze, ja. Und ich meine, Kerry ergibt sich zwar zugleich als Friedenstaube, aber tatsächlich hat diese Friedenstaube eine ganze Reihe von blutigen Spritzern auf ihrem Gefieder. Und einige davon, die stammen noch aus Vietnam. Da muss das wohl ziemlich übel getrieben haben. Vor allen Dingen, was Fischer, Bauern und andere Zivilisten dort betraf, damals in den 60ern bis Anfang der 70er Jahre. Was weißt denn du darüber? Ja, ich habe ja diesen Hintergrund mal in einem Artikel aufgezeigt. Der Typ ist natürlich der totale Opportunist und Scheinheilige. Er war ja damals Kommandeur von einem Patrouillenboot, wo im Mekong-Delta, die haben ja ganz bös gewütet. Die haben ja wie wild immer links und rechts am Ufer die Bauern, die dort ihre Reisfelder pflegten, haben sie da massakriert. Die haben alles, was sich bewegt hat, inklusive die Wasserbüffel und was immer, haben sie einfach umgelegt. Dafür war Kerry berühmt. Er war bekannt, dass er diese Sachen nicht nur toleriert hat, sondern befohlen hat, ja, an seine Mannschaft. Und dann, wo er zurückgekommen ist nach Amerika, hat er sich dann als Anti-Krieg als Kriegsgegner ausgegeben. Das war doch reiner Opportunismus, weil es damals dann politisch opportun war, Kriegsgegner zu werden. Ja? Dabei hat er ja wirklich Dreck am Stecken als Kriegsverbrecher. Ja, auf jeden Fall. Und naja, gut. Ich denke aber, Und es wird.
Und diese Scheinheiligkeit, die gilt ja bis heute, nicht? Einerseits den Betroffenen spielen und andererseits aber dafür sorgen, dass es überhaupt zu diesen Konflikten kommt, ja, nicht? Nein, Syrien wäre sofort lösbar. Sie müssten nur aufhören, diese ganzen Terroristen mit Waffen zu beliefern. Dann würde ja eh ein Waffenstillstand stattfinden müssen, ja, nicht? Aber sie schütten ja das Benzin ins Feuer rein. Sie tun dauernd nachschüren, ja. Ich meine, ich habe ja den Verdacht, dass der Dollar dieses Jahr wahrscheinlich crasht oder zumindest in absehbarer Zeit, vermutlich schon dieses Jahr, denn im Moment da tanzen die auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig, die US Army und andere. Die schüren Unruhen in der Ukraine, die schüren Unruhen in Venezuela, die schüren Unruhen in Syrien. Man könnte also fast, und ja, richtig, in der Türkei machen sie auch noch Ärger, weil diese Fethullah Gülen-Bewegung, die da gerade im Grunde genommen gegen Erdogan antritt, die wird ja auch aus den USA gesteuert. Also im Grunde genommen haben die gerade einen Vier-Fronten-Krieg und das Ja, würden und sie nicht. Afrika noch dazu und alles, was in Afrika läuft. Und das auch noch, richtig, richtig. Sudan zum Beispiel, Somalia und. Das deutet alles darauf dahin, dass sich das Zeitfenster immer mehr schließt für die. Die kriegen Torschlusspanik und versuchen noch so viel Land zu nehmen wie möglich. Schnell die Ukraine weg, dann Russland noch mal ein bisschen destabilisieren, schnell Syrien, dann noch den Iran und dann haben sie es geschafft und überleben. Ich glaube, die sind ziemlich verrückt. Ja, natürlich, das ist so eine Torschlusspanik. Möglicherweise sehen sie nur noch einen Ausweg, indem sie die Welt in Brand setzen, ja, und um von ihren internen Problemen, die sowas von gefaked, ich meine, diese angebliche Erholung der US-Wirtschaft, das ist doch ein Fake. Stimmt doch überhaupt nicht, ja. Die Arbeitslosigkeit steht auf Rekordhöhe, die Statistiken sind alle gefälscht und man sieht ja auch, der Dollar wird ja immer schwächer im Moment und Gold steigt und so weiter. Also irgendwo wirkt sich das aus und möglicherweise sind diese ganze Selbstmordserie, die jetzt bei den Bankern stattfindet, das ist doch kein Zufall. Möglicherweise wissen die was und deswegen steigen die aus und machen ein Ende oder was? Ich weiß Ja, es nicht. aber es Das steht. sieht so aus. Ja, so kommt man heutzutage am günstigsten an einen Banker. Man kauft sich einen Meter Trottoir vor irgendeiner Bank und wartet, bis einer aufschlägt. Denn die springen gerade wirklich reihenweise aus dem Fenster. Das wundert mich schon ein bisschen. Zuerst dachte ich, die werden vielleicht umgebracht, weil sie das Maul aufmachen wollen. Aber es sind inzwischen zu viele geworden. Also das erinnert schon mehr an Lemmingen ein bisschen so. Ja, und es trifft hauptsächlich eine Bank, die JP Morgan, oder? Ich meine, das Ganze ging ja im Januar los, wo man diesen William Bucksmith, einen ehemaligen Mitarbeiter oder hochrangigen Mitarbeiter der Deutschen Bank, tot zu Hause aufgefunden hat, angeblich Selbstmord, oder? Nicht? Und dann am nächsten Tag ging es ja gerade los, da fiel dann der Carl Slim. Aus seinem Hotelzimmer in Bangkok, meine, aus dem 22. Stock, ich meine, das ist ja auch ein Ding, oder? Und dann am nächsten Tag gerade der nächste von JP Morgan, oder? Ich meine, der fiel aus dem Dach vom Hauptquartier in London. Das ist ja der Hammer, oder? Dann am nächsten Tag wieder einer, nicht? Der Mike Düker. Der wurde auch angeblich wegen Selbstmord gefunden, ne? Und so weiter. Also, und es geht alles weiter. Entschuldigung, Moment. Kein Problem. Jetzt krieg ich einen Anruf, Entschuldigung. Müssen wir dann rausschneiden. Ich tue das schnell beenden. Alle machen wir weiter. Den kannst Jean, du. Moment, Moment. Jean, ich kann jetzt nicht. Ich bin am Radiointerview. Okay, ciao. Weißt du was, das lassen wir gerade drin. Das ist sowas von authentisch, finde ich klasse. Es sei denn, du hast was dagegen. Okay. Nee, noch,
Und dann ging es ja weiter, nach dem 29. ging es weiter, am Montag, den 3. Februar, ne, hat sich wieder einer von der JP Morgan umgebracht, angeblich. Ne, und der letzte ist jetzt dieser 33-jährige Devisenhändler in Hongkong, springt auch vom Hauptquartier runter in Hongkong, oder? Aus dem 33. Stock. Knallt voll auf die Straße. Ne? Also ist schon auffallend. Es gab damals in Holland diese Tulpen, nicht Revolution, sondern diesen großen Tulpensturz, wo dann auch die ganzen Kaufleute sich umgebracht haben, weil sie Geld verloren haben, weil sie auf Tulpen spekuliert haben. Und 1919 bei der Weltwirtschaftskrise, beim Schwarzen Donnerstag, da haben sich auch ganz viele, also das Wall Street Banker, umgebracht. Immer dann, wenn eine Weltwirtschaftskrise droht, dann springen die Jungs aus dem Fenster. Und deswegen würde ich derzeit auch nicht unbedingt allzu nah an der Bank vorbeilaufen, sonst kriege ich womöglich einen auf den Kopf. Das ist jetzt nur so ein Rad am Rande. Na gut. Was sagt uns das? Ich meine, das ist natürlich reine Spekulation, aber diese ganzen Leute, wenn ich mir ihr Alter und Position anschaue, dann sind das Leute, die mitten im Leben stehen, die eigentlich eine gute Position haben, wo man meinen würde, die haben es geschafft und dann beenden sie ihr Leben. Also irgendwas muss ja da sein, dass sie so in eine Depression führt, dass sie nur noch diesen Ausweg sehen. Ich meine, das muss man daraus schließen. Und was könnte das sein? Es könnte natürlich genau das sein, was wir schon lange sagen, dass jetzt die ganze Blase platzt. Dass also demnächst dieser Höhenflug auf dem Aktienmarkt und überhaupt diese Riesenblase in den Derivaten, dass das ganze Ding einfach jetzt explodiert. Ja, und das sehen die einfach. Ja. Vielleicht ist das der Grund. Wir werden es ja dann sehen. Ja, ich denke schon, dass das der Grund ist. Und es ist ja auch so, dass ein Banker aus dem Fenster springt, wenn ihm klar wird, dass er nur noch 1,5 Millionen Euro für den Rest seines Lebens zur Verfügung hat. Ja, das ist für Leute wie uns, als hätten wir nur noch 100 Euro auf Tasche. Und dann springt er eben aus dem Fenster, weil er gar nicht begreift, was er mit der Kohle noch machen kann, wenn er nur ein bisschen bescheiden und vernünftig lebt. Ja. Ich meine, wenn wir gerade von Kohle reden, ich habe auf Russia Today ein Video gesehen und ich muss gucken, dass ich diesen Ausschnitt irgendwie noch finde, damit ich ihn zeigen kann. Da werden Aufnahmen gezeigt, wie aus einem Lufthansa-Flugzeug, das in Kiew am Flughafen steht, säckeweise, also große Säcke an Fracht rausgezogen werden aus dem Frachtraum und es wird gesagt, es handelt sich um amerikanische Diplomatenpost. Das Interessante ist aber, dass diese Säcke nicht in einem normalen Auto weggefahren werden, zum Beispiel mit einer Diplomatennummer, sondern in einem gepanzerten Geldtransporter. Jetzt muss man natürlich daraus schließen, dass das möglicherweise das Geld ist, das sie da verteilen an diese sogenannten Demonstranten. Ja, denn wir wissen ja mittlerweile, dass sie zwischen 15 und 25 Euro am Tag kriegen, um da auf dem Maidanplatz zu randalieren und in den anderen Orten. Ich meine, das gibt es diverse Interviews von Leuten, die sagen, jawohl, ich werde bezahlt. Und das könnte das Bargeld sein, das da transportiert wurde. Nicht? Ich meine, warum soll man sonst Diplomatenpost in einem Geldtransporter, also riesige Säcke voll, transportieren? Das kann ja nur damit zu tun haben, dass dort Bargeld drinnen ist, ja, und um die Leute zu bezahlen. Also das würde ja dann das alles komplettieren, was ja die Vize-Außenministerin da in dem Telefonat, das ja aufgezeichnet wurde, wo sie ja Fuck EU gesagt hat. Victoria Nuland. Genau, die Newland, wo sie ja im Dezember vor dem National Press Club in Washington hat sie ja zugegeben, dass Amerika 5 Milliarden Dollar an Budget hat, um in der Ukraine einen Umsturz zu bewirken. Ne? Und das könnte dieses Geld sein, das da verteilt wird. Nicht? Ich meine, das ist unglaublich, dass diese Sachen alle passieren,
Weil man muss sich ja nur den umgekehrten Fall vorstellen. Es würden Leute in Berlin riesige Barrikaden aufrichten und Brandbomben und mit Waffen schießen. Und dann würde man herausfinden, dass sie bezahlt werden von Russland. Und man würde auch noch sehen, wie das Geld per Frachtflugzeug daher transportiert wird. Ich meine, man muss sich mal diesen umgekehrten Fall vorstellen, um überhaupt den Skandal zu erkennen, was da abläuft, ja. Und die Demonstranten, die demonstrieren eben nicht nur für diese 15 Euro am Tag, sondern die schießen inzwischen scharf auf Polizeibeamte. Es gab jetzt in der vergangenen Nacht wohl 25 Tote in Kiew, davon 9 Polizisten. Also die zetteln da gerade wirklich einen richtigen Bürgerkrieg an die USA. Ja, 120 Polizisten sind teilweise schwer verletzt, mit Schusswunden eingeliefert worden. Das kommt ja noch dazu, 120. Und also da, ich meine, das ist nicht zu fassen. Und ich bin der Meinung, dass der Putin im Moment die Hände gebunden hat durch die Olympiade. Nicht? Also, und das nutzen die natürlich aus. Er kann im Moment wegen der Olympiade nicht so reagieren, wie er eigentlich müsste und will, sondern er muss jetzt warten, bis die vorbei sind, um vielleicht dann auch mal was dagegen zu tun. Weil es geht ja nicht, dass die Ukraine in einem ähnlichen Chaos da absinkt wie Libyen und Syrien. Ja, also das ist ja unmöglich, nicht? Weil es ist ja ganz klar, der ganze Sinn dieser Eroberung von der Ukraine ist ja halt, um noch näher Raketen an die Grenze zu Russland zu stationieren. Ich meine, darum geht's doch. Wobei ich mich ehrlich gesagt wirklich wundere, was dieser Janukowitsch sich alles gefallen lässt. Ich hätte zuerst mal alle Reporter rausgeschmissen. Ich hätte alle westlichen Diplomaten rausgeschmissen. Ich hätte die Flughäfen für westliche Diplomaten gesperrt und mit Verhaftungen angedroht, falls sie dort landen. Und dann hätte ich die ganzen Demonstranten mir geschnappt, die Köpfe, und hätte denen womöglich vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft entzogen. Dann müssen sie halt raus aus der Ukraine. Dann können sie ja nach Europa gehen, wenn sie da so glücklich sind. Also ja. Er hätte nicht durchgreifen können. Aber wie Assad auch, hat er es erstmal total lange laufen lassen und hat sich erst dann auf den Arsch gesetzt, als es eigentlich zu spät war. Und deswegen frage ich mich, wie lange dauert das noch, bis da endlich mal die Armee auftritt oder die Polizei da wirklich mal Tabula Rasa macht. Das kann genau, das muss man ihm vorwerfen. Das ist ganz klar ein Vorwurf, dass er von Anfang an hätte durchgreifen müssen, genauso wie westliche Regierungen in Spanien, in Frankreich, in England und in Italien, Griechenland, überall ganz knallhart durchgegriffen haben. Ja, genau. Das hat er nicht gemacht, wahrscheinlich um halt nicht wieder als böse hingestellt zu werden. Ne? Dann haben sie halt einen auf Rücksicht genommen. Aber das Problem ist, dass wenn man diese ganzen Chaoten immer mehr sozusagen entgegenkommt, dann sehen die das auch als Schwäche, ja, und machen dann immer mehr, immer weiter. Und das ist natürlich ein Fehler. Vielleicht wird sich das jetzt auch nächste Woche ändern, wenn die Olympiade vorbei ist, dass man dann von Moskau ihm das grüne Licht gibt und sagt, jetzt musst du dich nicht mehr zurückhalten. Ja? Nein, das könnte auch ein Grund sein. Sie wollen halt den Westen keine Argumente liefern, wie böse sie wieder sind, weil sie die armen Demonstranten da vertreiben und so. Nur umgekehrt wäre das sofort passiert. Ich meine, wir müssen ja nur gucken in Spanien. In Spanien dreschen die Polizisten sowas auf die Demonstranten drauf, das ist nicht zu fassen. Ja? Ja, natürlich. Überhaupt im ganzen Westen und in den USA, da ist es ja inzwischen so, dass fast jeden Tag irgendwelche Zivilisten durch Beamte ums Leben kommen. Da haben sie halt irgendjemand verwechselt, aber erstmal schießen, dann fragen. Ja. Also man merkt schon deutlich, ja? Der Hammer ist ja, dass in Amerika laut neuesten Zahlen mehr Amerikaner in den letzten 10 Jahren umgekommen sind durch Polizeibrutalität
als durch den Krieg im Irak und Afghanistan. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es sind über 5000 Amerikaner durch völlig unberechtigte Türeintreten oder was weiß ich was, umgekommen durch Schüsse der Polizisten, also in dem ganzen Krieg, in Kriegen. Ja? Das heißt also, die amerikanische Regierung betrachtet seine ganze Bevölkerung wie Terroristen und knallt sie weg. Ja? Ja. Und was ja noch dazu kommt, die Polizisten, denen passiert gar nichts. Ich meine, wenn sie die sagen, oh sorry, wir haben halt die falsche Tür erwischt, oder? Denen passiert gar nichts. Das ist ja auch noch der Hammer. Ja, das ist bei uns in Deutschland aber auch so. Hier wird nur 1% von allen Polizeiübergriffen wirklich verhandelt. Und von denen kommen dann, glaube ich, 0,9% oder so auch wirklich, werden bestraft. In den Knast kommt keiner, aber Geldstrafen kriegen sie dann mitunter schon mal. Aber in der Regel sind dann die Opfer es, die dann vor Gericht bluten müssen, weil sie eine Anzeige von der Polizei kriegen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Vielleicht, weil der Schädel ein bisschen zu hart war, wie dem auch sei. Was ich auch noch interessant finde an den USA und deinem Selbstmord oder deiner Polizeibrutalität, das ist, dass sich bei der US Army inzwischen mehr Soldaten selber umbringen, als durch Feindberührung ums Leben kommen. Das heißt, die haben echt keine Lust mehr auf Krieg. Ja, ja, ich meine, es ist ja logisch. Ich meine, jeder Veteran, der in einem Krieg war, egal welch, zurück, Zweiter Weltkrieg und alle, die danach liefen, wenn man mit ihnen spricht, dann sagen die einen, dass es der Horror ist. Es ist der Horror. Ein Krieg ist das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Ja? Und es gibt halt viele von diesen Soldaten, die mit dem nicht fertig werden, was sie dort eigentlich angerichtet haben an der Zivilbevölkerung. Ja, die kommen damit nicht klar, weil ihnen werden irgendwelche Märchen erzählt, es geht um die Verteidigung von Amerika, und wenn sie dann dort sind, merken sie, dass es überhaupt gar nicht darum geht, sondern dass sie eigentlich nur die Schlägertruppe von den Großkonzernen sind. Ja, deswegen sind sie dort oder was immer. Oder weil angelogen wurden, ja. Und es ist natürlich klar, dass wenn du deine Kameraden siehst, wie sie links und rechts von dir den Kopf weggeblasen kriegen und oder was deine Waffen an der Zivilbevölkerung anrichtet, dass du dann mit dem nicht mehr zurechtkommst, ja. Ich meine, die meisten Soldaten stehen ja sowieso unter Drogen, damit sie überhaupt kämpfen, ja. Und wenn sie dann zurückkommen, haben sie die nicht mehr, um die Gefühle zu unterdrücken. Und dann kommt das Ganze raus. Ja? Irgendwann bricht diese Schuld raus. Und viele werden damit nicht fertig. Deswegen ist diese Selbstmordrate bei den Veteranen so hoch. Ja, und auch Polizeigewalt ist eine unmittelbare Folge von diesen Kriegserlebnissen. Das heißt, diese Gewalt, die die Soldaten dort an der Front erleben und die sie auch verinnerlichen, die bringen sie in ihr Heimatland mit zurück und gehen dann nicht selten auch zur Polizei. Und dann hast du im Grunde den Keim der Gewalt bereits in den Reihen der Beamten drin. Ja? So. Okay, Freddy, ich würde dir gerne noch ein Schlusswort erteilen und dann würde ich sagen, beenden wir mal das Interview für heute. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du nochmal die Zeit gefunden hast. Freddy, dein Schlusswort. Ja gut, die Stimmung ist hier ein bisschen traurig, weil die Russen haben voll auf ihr Eishockey-Team gesetzt. Ne? Sie hatten also, ich meine, in Russland ist Eishockey ein ganz wichtiger Sport im Winter, und sie hatten also mehr von ihrer Mannschaft erwartet, aber die ist leider ausgeschieden, und deswegen ist es ein bisschen traurig, die Stimmung hier unter den Russen. Aber gut, das kann halt passieren, das gehört dazu. Und morgen ist ein neuer Tag, morgen gibt es dann wieder andere Sportereignisse.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank für diesen Bericht aus Sochi, lieber Freeman, und dir noch eine gute Nacht und ja, alles Gute, bis morgen oder übermorgen, bis zum nächsten Interview eben. Ciao. Gern geschehen. Tschüssi.